Das haben wir in den Ende der 80er Jahren schon gemacht, dass wir nachweisen konnten, messtechnisch nachweisen konnten, hören kann man es ja nicht, dass die Zirbeldrüse auch mit 8 Hertz taktet, wenn sie intakt und vor allem gesund ist. Eine Zirbeldrüse, die meinetwegen mit 9 Hertz oder 10 Hertz oder mit 6 Hertz schwingt, ist aus dem Rhythmus und damit alle anderen Oszillatoren im Körper auch. Gibt es Möglichkeiten, dass man es bei sich selbst überprüfen kann? Indirekt kann man das machen. Man kann es messtechnisch erfassen. Klar, ist nicht so ganz unaufwendig. Aber schau, ganz einfach, wenn die Zirbeldrüse intakt ist, kannst du, das ist, denke ich, zulässig und wird oft auch bestätigt, dass das so ist, über einen Test der Visualisation zuordnen. Das heißt, du schließt die Augen und stellst dir bestimmte Farben vor. Ja, gelb, die Reihenfolge ist ja so unwichtig. Und dann meinetwegen grün und so weiter, so ein paar Spektren zum Schluss, der Unterschied zwischen violett und lila. Und die Leute, die sich das kaum oder sogar, es gibt etliche, gar nicht vorstellen können, die sehen die aber nicht, die haben tatsächlich, ja, darauf kann man rückschließen, einen defizitären Bereich in der Zirbeldrüsenfunktion. Ja, sie arbeitet rein faktisch, das ist jetzt die neuesten Forschungsergebnisse universitärer Art, festgestellt, dass die Zirbeldrüse mit diesem eben schon genannten Hippocampus tatsächlich gleich schwingt mit 8 Hertz. Und jetzt wird es spannend. Jetzt weiß man, dass der Hippocampus eine Art Assoziationszentrum ist. Wie sollen wir zum Beispiel manifestieren oder etwas ja, visualisieren, das Gleiche, zum Beispiel die Farben ja, oder unsere Realität, wenn wir uns das nicht vorstellen können? Jetzt sind 8 Hertz genau damit verbunden. Und jetzt ahnen wir wahrscheinlich schon, was das für eine Bedeutung hat, wenn wir damit mehr arbeiten. Ja, deswegen habe ich das in den Vordergrund geholt und jetzt akustisch umgesetzt und nicht elektromagnetisch, weil über die Akustik du noch ganz andere Ebenen ansprichst. Ja? Denn akustische Signale werden anders verarbeitet, ja, über das Unterbewusstsein, als zum Beispiel jetzt elektromagnetische. Das ist ein anderer Prozess und offensichtlich sehr wirkungsvoll.